Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie an Bord der TSO-Eier zu unserem Flug rund um die Welt. An den Fensterplätzen haben wir für den Fall einer eingeschränkten Sicht auf die Bühne Notsitze in der ersten Reihe in der sogenannten Holzklasse eingerichtet. Im Namen unserer Kapitänin Silvia Wirth und ihrer Crew wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Es hat gerumpt, hä? Der Flug 7486 nach Palma de Mallorca ist nun zum Einsteigen bereit. Palma de Mallorca. Music was my life.
Karate. Auch ein Einschuldigter. Also, steht in Paris, bitte in Paris. So ein Quatsch, das sind die Grate. Unser Flug 6666 nach Papier oder Truffe? Das ist der Paul. Nee, das bin ich, alles ist Mesdames et Messieurs, unser Sonderflug nach Neustau ist abgereist. Ja, abgereist vor 2 Wochen bei der Firma Hüftchen. Ein Handwerker drauf angefordert. Heute endlich Meister Frank mit seinen Kollegen am Rücken. Herr Walter hat gestern beim polnischen Vertreter Firma Schnelle und ihm wurde sofort bereitwillig ein Trupp für heute angekündigt. Der deutsche Handwerksmeister ist schon aktiv. Die 7 Polen laden ihren Fiat Finfunder aus. Alle Tapeten sind runter! Polek, Laschek, Malek, Schlitzen, Elektroleitungen neu. Antek und Spischek verputzen gleichzeitig und Schipko, Hotschi, Hotschi. Wir merken die drei, dass sie vor der Arbeit noch tanken müssen. Als Peter! So, was war denn gestern eigentlich wieder los? Wieder kurz hochschalten, ja, dieser Konvier muss sein. Firma Hüftchen. Sind Sie der verstopfte Siefer? Oi, oi, oi. Das wird teuer. 15:10 Uhr. Bodek und seine Truppe sind fertig. Alles kostete zusammen 200 Euro. Zufrieden, sehr zufrieden, alles schnell, alles günstig, in seine Wohnung zurück. Sehr zufrieden. Dort allerdings stellt er fest, dass die Wohnung zwar 1A renoviert ist, jedoch fehlen Wertgegenstände. 50. Feierabend. Und bitten Herrn Mayer um insgesamt 420 Euro für den Arbeitstag. Abstand. Neue Stahlerbohne! Neue Stahlerbohne immer unter der Fies. Mir hat's gefallen. Ja, obwohl, in nur 80 Tagen sogar. You don't have to wait for me.